Oder habe ich das eben schon mal Ah, okay. Ihr habt's! Das war toll! Aber es geht noch weiter. Schafft ihr es nochmal? Jetzt gibt es drei Geschichten. Findet die Lügnerin. Die am anderen Ende ist... Was? Die am anderen Ende ist ehrlich. Also rechts die Rothaarige. Das Mädchen mit den Zöpfen lügt. Mit den Zöpfen lügt. Das heißt, die ist also nicht ehrlich. Die am anderen Ende ist ehrlich. Tja. Die sagt, das Mädchen am anderen Ende lügt, ist ehrlich. Das ist die hier. Die Mitte sagt, das Mädchen mit den Zöpfen lügt. Ich würde einfach... Nee. Die Frage ist, wer lügt, nicht wer richtig ist. Da muss ich jetzt nochmal... Also du sagst, die ist ehrlich. Du sagst aber, sie lügt. Und du sagst... Ah, Moment, Moment. Was hast du gesagt? Das Mädchen am anderen Ende ist ehrlich oder sie lügt? Die am anderen Ende ist ehrlich. Aber es kann ja auch eine Lüge sein. Tja, entweder sie oder sie, weil über sie nicht gesprochen wird. Oh Mann, ey. Für sowas habe ich jetzt... Das ist wie bei Spyro mit dem Gezumbel da, ey. Da kann ich jetzt auch nicht... Ich will zocken, ich will nicht so einen Kram machen. Du sagst, sie ist ehrlich. Du sagst, sie lügt. Aber sie sagt, sie ist ehrlich. Moment. Du hast gesagt, sie lügt. Und du sagst, sie ist ehrlich. Ja, dann bist du die Lügnerin. Ist doch klar. Natürlich war es falsch. Ach, Mann, ey. Tommy kann einen Gegner halten und Zauberkraft einsaugen. Nee. Eine Schweinetasche fasst beliebig viele Bosse. Nee, das ist falsch. Der Tierturbo macht schneller. Denn du lügst. Weil man braucht für jedes Schwein eine einzelne Schweinetasche. Ja, das habe ich sehr gut gemacht. So. So, was habt ihr jetzt zu sagen? Die am anderen Ende ist ehrlich. Ich mal mir das mal gerade auf. So. Du sagst, die ist eh. Das Mädchen mit den Zöpfen lügt. Mit den Zöpfen, sagt sie. Und Zöpfe sind zwei, ist Mehrzahl. Vielleicht ist es auch eine beschissene Übersetzung. Dann sagst du, sie lügt. So.
Die am anderen Ende ist ehrlich. Okay, dann habe ich das eben falsch interpretiert, glaube ich. So. Ich habe es nämlich, glaube ich, eben andersrum gehabt. Ich dachte, links, die hätte gesagt, rechts, die lügt. Nee, weiß ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die äußeren beiden sagen gegenseitig, sind ehrlich. Und dann müsste die in der Mitte eigentlich lügen. Aber es ist jetzt wahrscheinlich eh wieder falsch. Okay. Aber es geht noch weiter. Schafft ihr es nochmal? Was kommt denn jetzt? Okay. Okay, letzte Chance. Passt gut auf. Ich habe das eben die ganze Zeit anders vor. Was macht ihr denn da? Sag mir doch mal erst, was ich machen soll. Okay, wer hat den Ball? Was für ein Ball? Ich habe den grünen. Ich habe keinen. Was? Die lügt, die hat zwei. Ich habe den roten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie lügt, die hat zwei Bälle. Die hat einen weißen und einen blauen, glaube ich. Das ist aber... Muss ich erstmal was trinken, so empört bin ich darüber. Wäre schön gewesen, wenn ich vorher gewusst hätte, was sie da tun. Das war so spannend. Wenn uns was Neues einfällt, müsst ihr wiederkommen. Nein. Das war toll, Herr Detektiv. Tombi, du warst super. Jetzt singen wir das geheime Lied. Ach genau, da war ja was. Ich habe hier immer noch den Zettel irgendwo rumliegen. Da. Dann kann ich mir nämlich den Rest davon noch schön aufschreiben. Obwohl wir es eigentlich gar nicht brauchen, aber ich mach's. So, ich habe es mir aufgeschrieben. Ach, das ist Stärkezauber. Okay, das muss ich mir jetzt dabei schreiben. Stärke. Zauber. Weiter kenne ich das Lied nicht. Naja. Wenn du einsam bist, denk an mich und mein Lied. Nö. Danke, lass uns bald wieder spielen. Nein. So. Da gehen wir noch weiter, weil irgendwo können wir noch das Sandwich benutzen. War das hier die Tür? Ne, kann ich da nicht benutzen. Okay, ich dachte, ich könnte diese Sicherung da benutzen. Aber das geht nicht. Ah, Moment! Wir haben dieses komische Ding für das Teil. Okay, das geht nicht. Irgendwo war hier jemand, der geheult hat. Aber ich hab das für dich. Ja, genau. Das Sechseckrad. Hey, hast du's? Gut. Dann mal los. Ist das Mr. Krabs? Hab ich wahrscheinlich schon mal gefragt. Also Mr. Krabs beziehungsweise... der Elefant da. Benjamin Blümchen, so hieß der. So.
That means, wir können weiter, aber wir quatschen erstmal nochmal mit ihm. Vielleicht sagt er noch irgendwas Tolles. Angeblich hat ein gewisser Wind das hier gebaut. Wow, okay. Nein, 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 nein. Okay, da war irgendwas ist da. What the fuck ist das? Was ist das? Nee, ich möchte. Ich bin von der Ölschmiere geheilt, weil ich mich verbrannt habe. Oh, alles klar. So, was ist das? Juckreizsalbe. Mhm. Los. Hups. Ach komm. Da ist eine Tür. Guck mal. Ach Mann, dass er sich da so dran saugt, ne? Ach, der ist schon wieder da dran. Moment. Nee, das geht nicht. Ah, da unten ist noch so ein Hühnchen. Die will ich eigentlich auch haben. Stirb! So, was ist hier drin? Bestimmt wieder eine Feder oder sowas? Natürlich! Sogar zwei. Hallo. Du hast einen Kujara gefangen. Okay. Jetzt will ich aber wissen, ob hier noch irgendwo. In deinem Zustand kannst du nicht durch. Ah, wir müssen heulen, genau. Die Grünen können wir aufmachen, ne? Schön, dass ich da auch dran komme. Was ist das? Kreuzung Schuppen. Hier war ich noch nicht. Da kam ich, glaube ich, nicht dran, ne? Aber was ist denn hier? Warum ist denn nichts? Ich kann hier aber nichts. Nichts kann ich hier benutzen. Ich bringe auf jeden Fall erstmal dieses Kujara-Vieh weg. Jetzt ist die Frage. Drecksvieh. Oh, Moment. Stein können wir doch bestimmt kaputt machen. Wie komme ich denn da dran? So, was mit dir? Was hast du uns zu sagen? Im Wald hinter der Ranch gibt es komische Früchte, von denen man lachen oder weinen muss. Wahrscheinlich komme ich doch noch irgendwie da oben weg. Frage ist, wie komme ich denn jetzt hier weg? Da.